Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Die neue Season hat ja angefangen, das heißt also, ich bin wieder ein bisschen runtergerutscht in den Rang, bin momentan auf Rang 10 und das bedeutet, liebe Leute, dass wir ein wenig testen können. Das heißt also, wir spielen ein wunderschönes Deck, das momentan in der Meta wieder am Ansteigen ist. Und zwar habe ich es letztens erst gegen uns gesehen und, also im Stream war das, glaube ich, als ich es gegen uns gesehen habe. Und jetzt ist es sogar so weit schon, dass es auf Hearth-PWN schon relativ weit oben ist und relativ gute Ratings sogar bekommen hat. Und zwar handelt es sich um ein Shadowwalk-Deck. Und zwar ein Shadowwalk-Deck mit über 55%iger Winrate. Was tatsächlich so nicht standardmäßig ist im Shadowwalk inzwischen. Wir haben Fireflies drin fürs Early Game. Kalaseth ist ja auch so eine neue Karte, die es in Shadowwalk reingebracht haben. Wir haben also hier wirklich, wirklich viele Battlecries, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken. Dazu noch ein paar Unstable Evolutions, um unsere kleinen Dudes hier hoch zu buffen. Wir haben noch einen Mind Control Tag, der hier versucht, den Gegner dann den ein oder anderen Dude vielleicht drüber zu ziehen. Gerade wenn wir gegen den Taunt Druid oder sowas spielen, ist es natürlich optimal. Tar Creeper ist ganz nett. Der Corpse Taker ist super, super strong, weil er hat ja den Battlecry, Gain Taunt, Divine Shield, Lifesteal, Wind Fury, wenn wir die ganzen Sachen mit drin haben. Wir haben hier Alakir mit drin und Alakir hat ja alles drei tatsächlich, außer Lifesteal, aber Lifesteal ist jetzt nicht so wichtig. Aber wenn ich das richtig verstehe und wir Alakir noch im Deck haben, könnte unser Shadowwalk hier Taunt, Divine Shield, Lifesteal und Wind Fury kriegen. Naja, ohne Lifesteal. Wenn wir Silix noch im Deck drin haben, kann er dann auch Lifesteal bekommen, aber das ist jetzt nicht so die wichtige Sache. Wir spielen hier ein sehr, sehr controlliges Deck. Tatsächlich haben wir auch noch die typische Shadowwalk Engine hier über die Serenai Chain Gang mit drin, haben aber nicht den Grumble drin. Das heißt also, es ist eher so eine Art Value Shadowwalk Deck, wo wir den Gegner mehr oder weniger aus dem Leben stompen wollen, anstatt ihn raus zu comboen. Was eine sehr, sehr interessante Sache ist. Es wurde ja schon am Anfang mit Shadowwalk ein bisschen so auf das Value Play gespielt teilweise, hat aber dann nie so ganz funktioniert und die Leute haben sich irgendwann mal gesagt, hey, die einzige Shadowwalk Combo, die funktioniert, ist die über den Grumble Lifesteal Shadowwalk über das Grumble Lifesteal Shadowwalk Deck, das über die Serenai Chain Gang hier versucht, dann hier mehrere Shadowwalks immer wieder rauszubringen, dann kriegen wir sie wieder zurück auf die Hand, wir spielen sie wieder raus für eins und so weiter und so fort. Aber scheinbar hat sich dieses Deck so klammheimlich angeschlichen und sich in der Meta ganz weit oben jetzt inzwischen platziert. Ich gucke gerade nach, nochmal ganz kurz, auf welcher Höhe es tatsächlich auf HS Replay ist. Auch so eine Seite, die ich gerade sehr, sehr gerne nutze. Und es ist tatsächlich oberes T2 inzwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechste Position auf T2. Das ist schon relativ gut, muss man sagen, dafür, dass dieses Deck hier immer mal wieder so ein paar Abstürze hat tatsächlich. Shadowbook wollen wir auf keinen Fall am Anfang haben. Serenai Chain Gang ist okay. Wir spielen gegen Hunter. Das heißt also, wir werden hier ein sehr, sehr aggressives Matchup vermutlich haben. Wir haben tatsächlich doch eigentlich relativ gutes Early Game. Ich überlege mir, ob ich die Serenai Chain Gang vielleicht behalte. Vielleicht packe ich sie aber auch nochmal rein. 4, wir haben auch keinen Coin. Wir versuchen Early Game zu ziehen, Leute. Wir versuchen Early Game zu ziehen. Das ist jetzt die Frage hier, wie man den Mulligan spielt. Ich habe tatsächlich das Deck noch kein einziges Mal getestet, aber das sieht schon mal nach einem besseren Start aus. Ich habe das Deck kein einziges Mal getestet. Ich gehe hier tatsächlich relativ blind rein. Lich King, nice. Ich gehe hier tatsächlich relativ blind rein und möchte einfach mal versuchen, das Ganze so ein bisschen zu testen und meine Erfahrungen da auch mit euch zu teilen. Die wichtige Sache halt hier an diesem Shadowwalk-Deck ist auf jeden Fall, dass ihr auf Control spielt. Ihr seid ein Value-Deck. Das heißt, also, ihr braucht Early-Game, braucht ihr eigentlich gar nicht so viel zu machen, besonders wenn euer Gegner nicht viel machen kann. Das heißt, gerade gegen sowas wie einen Taunt-Warrior oder sowas, gerade gegen sowas wie einen Druid, der halt rampt allerhöchstens, müsst ihr nicht zu viel am Anfang machen. Das ist ein sehr, sehr schlechter Draw. Alakir hätten wir gerne noch im Deck drin behalten, einfach um die Corpse-Taker-Synergy hier rauszubringen. Wir haben leider, wenn ich es richtig sehe, keinen weiteren Windfury-Dude im Deck. Nee, haben wir leider nicht, aber wir haben Silix noch mit drin. Silix ist tatsächlich hier eine Karte, die uns doch ein bisschen einen Vorteil. Oh, wow, really? Es sind keine guten Draws hier für den Anfang. Das sind ganz so gar keine guten Draws für den Anfang. Ich meine, wir haben unsere Corpse-Taker-Kombo schon mal komplett verkackt. Unser Shadowwalk wird dann wahrscheinlich auch keine Corpse-Taker-Sache mehr kriegen. Okay, er gibt ihm hier den Buff. Triggert das Ganze. Es ist ein Bomb-Control-Hunter. Tatsächlich habe ich den auch schon gesehen. Aber etwas weiter unten in der Meta-Liste, irgendwie T3 oder sowas. Wir werden ihn hier froggen. Wir wollen ihn auf jeden Fall nicht, dass er unseren Giggling Inventor oder irgendwas anderes hier von uns hoch in die Luft sprengt, möchte ich mal sagen. Giggling Inventor ist halt auch. Ach, es ist Deathrattle Hunter, okay. Giggling Inventor ist halt auch so eine Karte, die halt einfach übel insane ist momentan. Also sie wird ja wirklich immer noch in jedem Deck gespielt. Super, super stark. Wir kriegen jetzt hier die Dudes raus. Und besonders, was man halt auch noch mit betrachten muss, ist halt im Shadowwalk-Deck ist es halt so, dass Shadowwalk zusätzlich dann halt auch noch diese
diese wunderschönen Dudes mit an den Start bringt, diese 1-1er und das, diese 1-2er Taunt Divine Shield. Und das bringt uns halt wirklich ein Value, das wirklich, wirklich stark ist. Okay, er tradet hier rein, kann aber keinen weiteren Hit machen, doch mit seinem 5-5er könnte er hier hinten an dieser Stelle, wird das wahrscheinlich auch machen, macht er auch, damit ist das Divine Shield erstmal weg. Wir müssen aber jetzt erstmal gucken, dass wir durch die Taunts durchkommen. Der Ooze könnte hier das zerstören. Wie wollen wir das machen? Wir traden hier rein. Wir können ihn wegtraden. Wir können ihm ein paar Karten geben. Wir haben dann Ziliex immer noch da mit Lifesteal und allem möglichen. Die Frage ist, ob wir tatsächlich nicht einfach das Egg hier einfach hexen wollen. Nicht, dass er nochmal jetzt weitere Death Rattle Dudes rauskriegt. Wir müssen ihm aber leider Karten geben. Das ist tatsächlich jetzt die Überlegung. Hexen wir ihn lieber oder spielen wir das Hexers auf den nächsten Zug? Ich glaube tatsächlich, dass kriegen wir jetzt den Rush nochmal raus? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt nötig ist. Ich glaube tatsächlich, ich lasse ihn als einzelnes Target stehen, weil wir dann zwei Taunts haben. Und zwei Taunts ist auf jeden Fall besser als einer. Hauen dann dem seine Dudes weg und er muss sich halt jetzt überlegen, wie er reintradet. Tatsächlich war das meiner Meinung nach hier der bessere Play. Einfach wie gesagt, weil wir zwei Dudes jetzt hier am Start haben anstatt ein. Wenn er jetzt irgendwie einen Cube oder sowas hat, ist es natürlich problematisch für uns. Das heißt, wir müssen also relativ schnell dann doch irgendwie mit dem Egg handeln. Noch ein Tar Creeper. Kaboombot. Ja, okay, Kaboombot ist jetzt hier so lala, kann man eigentlich mal sagen. Ist aber eine okay Karte. Kann man auf jeden Fall spielen ab und an. Serenite Chain Gang. Sehr, sehr gute Karte. Wollen wir ausspielen. Spielen es sogar lieber aus, als hier jetzt das Hex hier auf das Egg zu spielen. Obwohl wir das echt überlegen müssen. Aber Leute, es gibt wichtigere Targets hier in dem Deck, in dem Death Rattle Hunter, als das Egg. Nur hier kann er sich halt wirklich viel Value rausholen, halt im Early Game. Deswegen war da die Überlegung da. Deathstalker Rexer. Okay, das heißt also, wir gehen hier hard ins Late Game. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, wie wir weiterhin ziehen. Ich meine natürlich, Alakir ist sehr, sehr stark. Damit können wir auf jeden Fall einiges handeln. Er macht hier den Hit auf die Serenite Chain Gang, kriegt auch keinen Damage und alles mögliche. Ist ein sehr, sehr früher Dude hier auf jeden Fall. Wird vermutlich... Okay, damit kann er traden. Damit überlebt er auch noch. Ach, er tradet hier. Okay. Geht damit lieber Face. Ist interessant, dass solche Decks hier eigentlich wirklich momentan so beliebt sind, möchte ich mal sagen. Okay, wir spielen Alakir raus. Ja, wir spielen den Lich King raus, Leute. Wir können über Lich King hier zwei Karten ziehen mit viel Glück. Wenn er jetzt hier keinen Deadly Shot oder sowas ready hat, können wir da zwei Karten ziehen. Death Call. Wunderschön. Richtig starke Karte. Jetzt gucken wir mal. Er müsste jetzt hier für 4 rein hitten. Wenn er den Deadly Shot hat, ist natürlich unpraktisch. Er hat zwei Karten, drei Karten noch auf der Hand, die standardmäßig auf der Hand sind. Seine andere Karte, seine anderen zwei Karten hat er auf die Hand bekommen durch die Cybertech heißt es, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht. Doch hier, durch Chipped. Und das ist halt, tatsächlich ist es nicht schlecht. Hat sich jetzt hier noch eine zusätzliche Karte auf die Hand geholt, die halt vielleicht Charge Poisonous hat. Lifesteal Rush. Das heißt, er könnte hier gut reintraden, kann sich hier noch ein 5-5er machen. Den 5-5er können wir aber zerstören, das sollte kein Problem sein. Er müsste alle Minions reintraden. Ne, er müsste nicht ganz alle Minions reintraden. Okay, das habe ich mir fast schon gedacht, dass er hier irgendwie ein Poisonous Dude mit am Start hat. Das ist halt schon eine relativ starke Sache. Aber wir haben die Death Coil hier rangekriegt und über die Death Coil können wir halt schon relativ gut arbeiten, möchte ich einfach mal sagen. Kill him... Können wir einen guten 9-Drop hier rausziehen? Können wir einen guten 9-Drop hier rausziehen? Wollen wir es testen, Leute? Oder wollen wir... Nee, wir testen das nicht. Wir warten lieber noch und versuchen dann irgendwie über den Glass in das Us oder sowas und der Unstable Evolution hier Value rauszubekommen. Ich glaube, das ist der bessere Play. Ja, gut, okay. Damit kann er halt full traden. Ist okay für mich tatsächlich. Er kriegt auch keinen Damage. Er hat hier noch Play Dead am Start. Das ist interessant. Damit hat er halt vor allen Dingen... Oh mein Gott, er hat auch noch die Chip-Karte jetzt gekriegt. Wenn er jetzt hier noch irgendwie was Gutes rauszieht, ist halt schon nicht schlecht. Hat ja auch... Oh mein Gott, er muss ja gar nichts machen einfach nur.
Er muss ja einfach hier gar nichts machen. Aber damit hat er 4 Minions auf dem Board. Davon kann jetzt nur noch eins angreifen. Ich hoffe tatsächlich, wir ziehen so einen 6-5er rüber über unseren Mind-Control-Tag jetzt an dieser Stelle. Hero-Ability wird vielleicht noch fliegen. Er spielt noch... Oh, den Rover hatte ich hier jetzt noch bekommen an dieser Stelle. Das ist nicht optimal. Den wollen wir auf keinen Fall eigentlich haben. Das heißt also, wir versuchen uns hier einen von den Dudes hier rauszuziehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ein Kalaseth kann man auf jeden Fall noch mit raushauen. Wir holen uns jetzt einen 6-5er, please. Ne, wir kriegen einen 3-5er. Das ist auf jeden Fall auch nicht die schlechteste Sache hier zu kriegen. Dann können wir ihn hier töten. Können wir ihn hier Deathcoilen. Und Glattenes Usen ihm hier noch sein Candleshot. Damit kriegen wir eine Rüstung, aber haben ihm den Candleshot halt weggenommen. Und dadurch, dass es halt kein Rock the La Deck ist und kein Secret Deck ist, ist es die einzige Chance, dass wir... Oh, was? Oh nein, und hier ist dann auch noch Ding. Ah, aber warte mal, er tötet nur unsere Viecher. Oh, goddammit. Oh, goddammit. Poisonous Blowbird ist halt super annoying, einfach nur. Please. Ah, nice. Ja, komm, wir testen es doch einfach mal. Nee. 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 Nee, oder? Was würden wir hier rausziehen? Ein 8-Drop, gell? Wir haben keinen 8-Drop mehr drin, außer Hagathon. Nee. Test, nope. Wir gehen auf den 10-Drop. Ooh, yeah. Das können wir doch auf jeden Fall mal machen. Einfach mal hier kurz den Deathwing hochgeboostet über Unstable Evolution. Unstable Evolution ist so eine starke Karte. Die Karte wird aber so selten gespielt, deswegen ist es halt wirklich verwunderlich. Es ist wirklich verwunderlich, dass die so selten gespielt wird. Ich muss aber auch sagen, unser Gegner hier hat ein echt starkes Deck momentan. Er hat sich, vor allen Dingen, man muss einfach sagen, Deathrattle Hunter ist ja eine gute Sache. Also es ist wirklich oberes T2 auch tatsächlich mit dem Shadowwalk Deck und alles mögliche. Fast gleichzusetzen. Wir haben halt keinen Card Draw. Und das ist, oh, was, Celiax, really? Really, Celiax? Ah, wird Face gehen, gell? Er macht ihm aber halt keinen Damage und das ist die wichtige Sache. Und er geht weiter in Face. Wir können ihn aber froggen. Wir können ihn aber froggen und das ist sehr, sehr gut, denn wir gehen jetzt hier Hero Ability. Obwohl, wir wollen ihn eigentlich gar nicht froggen, gell? Wir wollen ihn gar nicht froggen, Leute. Der Heal nutzt ihm eh nicht, sagen wir es mal so. Deadly Shot würde halt so oder so triggern. Wenn wir ihn hier jetzt gehext hätten, wäre das wahrscheinlich Verschwendung gewesen. Wir müssen wahrscheinlich noch die Kathrina, die er jetzt hier irgendwo noch hat, raushexen. Hunter's Mark. Und er hat nochmal... Nee, er müsste jetzt hier, lass die Hunde los haben oder sowas. Wirklich, dass er ihn halt hier rausgezogen ist, halt eine übel traurige Situation. Der Typ hat wirklich gute Max hier aus dem Cybertech-Chip rausgezogen. Wir kriegen hier jetzt noch Taunt mit, wenn ich es richtig weiß. Und Divine Shield sogar. Das ist nicht die schlechteste Sache, möchte ich mal behaupten. Du könntest einen 2-Drop rausziehen. Das ist uns ehrlich gesagt relativ Wurst, oder? Ich weiß nicht, ob 2-Drops spielt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mich mehr nerven würde, wenn du... Ne, wir brauchen das Hex. Eigentlich brauchen wir das Hex. Das heißt also, wir werden hier einfach versuchen, Face zu gehen. Das heißt, er soll hier von mir aus den Trade setzen. Wir müssen auf jeden Fall das Hex auf irgendeine starke Karte von seinen Zombies machen, wenn nicht sogar auf irgendwas anderes. Weil der ist für uns keine Threat, Leute. Der tradet hier halt weg, zieht vielleicht einen 2-Drop aus der Hand raus, was ich jetzt eher nicht denke, weil ich glaube, der glaubt nicht, dass er noch einen 2-Drop spielt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube halt wirklich nicht, dass er noch einen 2-Drop spielt. Die einzige Problematik, die wir halt wirklich haben, ist, dass Deathstalker Rex eben halt so unendlich viel Value hier macht gerade. Silence, Poisonous, Stealth. Yo. All right. Alles. Er hat einfach alles genommen, was er gefunden hat. Und er wird jetzt aggressiv gehen, Leute. Natürlich wird er aggressiv gehen. Er liegt hier gerade. Er hat auf jeden Fall den Vorteil. Und wir brauchen Taunts. Er geht nicht aggressiv. Er möchte den Heal hier denyen. Doch, er geht teilweise aggressiv. Okay. Okay, okay, okay. Oh, Hagathor. Thank you very much.
Ein cursed land. Ach, der gute Spruch, Leute. Der gute Spruch. Damit haben wir uns vielleicht doch mal eine Win-Condition rausgeholt. Ich meine, wir haben gute Möglichkeiten. Wir haben Firefly, um halt zwei Dudes rauszuspielen, um zwei Karten zu ziehen. Wir haben Serenite Chain Gang, Fungalmancer. Also wir haben theoretisch schon ziemlich viele Dudes, um hier nochmal Value raus zu generieren. Vor allen Dingen auch unser Shadowwalk ist ja immer noch in unserem Deck drin. Ich hoffe nur halt ganz ehrlich, dass er hier keinen Charger oder sowas kriegt. Den weiß ich, oh Gott. Den müssen wir hexen, Leute. Oh no. Really? Corridor Creeper, der kostet einfach 7. Kostet halt einfach 7, der Typ. So, also einfach super dumm. Den mussten wir auf jeden Fall hier klein machen. Oh, der Stalker Rex ist einfach so stark, Leute. Er ist einfach so übertrieben stark. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Shadowwalk wäre hier cool, Giggling Inventor wäre cool. Wir müssen uns irgendwie dann... Really? Really? Er hat einfach genau dieselbe Karte nochmal sich gecraftet. Oh, why not? Ich meine, hey, das ist nicht die schlechteste Sache. Das ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Sache. Und wir gehen hier jetzt ein bisschen in den Safe-Spot, möchte ich mal behaupten. Ich meine, wir kriegen ein paar Taunts, wir suchen uns jetzt ein paar Dudes und dann geht die Action ab, hoffe ich. Dann geht die Action nochmal ab. Das Problem ist halt wirklich, seine Hero-Ability ist so 1000-mal stärker als unsere, weil wir unsere nicht beeinflussen können und er sie zumindest teilweise beeinflussen kann. Oh, please no. Oh, das sieht nicht gut aus. Ach, komm, really? Na, damit kann er halt unser Divine Shield... Oh, was? Achso, warte mal, er hätte es nicht gepoppt. Das wäre also irrelevant gewesen, tatsächlich. Shadowwalk! Do we wanna play him? I don't think so. Obwohl, was würden wir bis jetzt alles triggern? Was würden wir alles triggern? Carlisseth. Aber wir müssten ihn erstmal wegkriegen. Was actually ja kein Problem ist. Trigger. Was ja eigentlich actually kein Problem ist. Oh nein, die 3 Damage! No! Aber Leute, ich habe einen Bloodlust auf die Hand gekriegt. Dadurch. Das könnte tatsächlich vielleicht in Richtung Win gehen. Wenn er jetzt sich nicht irgendwie einen Rush-Minion raussucht, das auch noch irgendwie sich hier durch Echo irgendwie unser Board wasten kann mal wieder, wäre das schon eine ganz interessante Sache. Mal gucken, vielleicht hat er auch einfach nur einen richtig fetten Taunt oder sowas. Oder lass die Hunde los oder so. Und das wäre halt wirklich uncool. Aber die Chancen stehen tatsächlich durch dieses Shadowwalk jetzt nicht so bad, möchte ich behaupten. Ja, ist okay, wir können noch den Corridor Creepy mit rausspielen. Und er spielt den Magnetic Bomb. Kann er die nochmal hier triggern direkt? Er geht auf den Cube. Okay, bitte nicht meinen. Ja, das ist in Ordnung. Wie viel Damage haben wir denn hier an dieser Stelle? Wir hätten plus 3 auf alles. Wir spielen erstmal ihn noch aus. Vielleicht ziehen wir ja noch eine zusätzliche Karte. Wir haben keine Murlocs in unserem Deck. Wow. Wie viel Damage haben wir denn? Wir hatten hier 6 und 4 sind 10. 10. 10 und 4 wären... Es wäre auf keinen Fall Lethal, oder? Sehe ich das richtig? Oh, warte mal. Doch, es ist Lethal. Lass mich mal... wir überprüfen das einfach jetzt direkt mal so. Zack. Ich meine... Es reicht genau wegen 2 nicht, das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir 2 off sind. Aber es ist okay, Leute, es ist auf jeden Fall okay. Wir haben hier ein schönes Deck gebaut, wir haben hier auf jeden Fall viel Damage jetzt gemacht und er muss jetzt schauen, wie er sich hier raushauen kann. Das heißt, er braucht einen Lifesteal-Minion mit Rush. Das ist auf jeden Fall wichtig. Er muss sein Ooze wahrscheinlich hier, sein Cube wahrscheinlich poppen, dass die 2 Dudes rauskommen. Und er hat ein Taunt Poisonous Adapt, wenn er attackt. Okay, er geht da rein, das ist klar. Kann er seine 2 Dudes jetzt hier noch töten. Devilsaur Egg. Und damit sollte das tatsächlich GG sein, oder? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Der hat einfach nur... Was hat er hier? Er hat keinen Lifesteal, oder? Ah, ne, er ist Surrendered Weblade. Ich wollte nur gerade noch nachgucken, ob es Lifesteal hat, weil ansonsten hätte ich da anders hitten müssen. Aber es hat doch auf jeden Fall mal ganz gut geklappt, liebe Leute. Also ich muss schon sagen, es sah knapp aus.
wir waren auf, ich weiß gar nicht, auf 6 Leben unten, auf 5 Leben unten, also um den Dreh rum. Und dann sind wir nochmal zurückgekommen. Dann hat unser Shadow Walk uns das Value gebracht. Und das ist tatsächlich das Ganze, über das wir gehen. Wir haben sehr, sehr starke Battle Cries mit drin. Wir haben wirklich, wirklich gute und mächtige Minions hier am Start, die vor allen Dingen über den Shadow Walk extrem gut wieder synergieren. Kalaseth ist halt super stark. Damit ist unsere Firefly schlussendlich dann ein 3-4 gewesen, was halt auch übel, übel gut ist. Dann der Ooze ist halt stark, falls der Gegner nochmal eine Waffe spielt. Mind Control Tag, falls der Gegner wieder vielleicht nochmal ein Taunt Druid oder sowas ist und sein Board komplett voll gesucht hat, kann man sich da ein, zwei Leute dann nochmal rüber snacken. Was ich mit am besten finde, muss ich halt ganz ehrlich sagen, ist die Giggling Inventor Combo und genauso die Serenite Chain Gang Combo. Die haben uns wahrscheinlich das Game gerettet, möchte ich einfach mal sagen. Gut, Corpse Taker hat jetzt nicht so viel gemacht. Wir haben, glaube ich, Taunt rausgekriegt, wenn ich es richtig weiß, weil wir nichts anderes mehr im Deck hatten. Es war halt richtig viel Pech, dass wir Celiax und den Alakir direkt rausgezogen haben im Early Game. Obwohl sie uns das Early Game doch teilweise gerettet haben. Einmal Celiax mit seinem Heal oder besser gesagt, dass wir in einer Single Target Taunt dann noch mit dastehen hatten. War das auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich finde dieses Deck sehr, sehr cool. Es macht wirklich Spaß zu spielen. Ihr könnt es auf jeden Fall mal testen. Der Deckcode ist unten in der Videobeschreibung. Haut rein. Bis denn dann. Tschüss.